Und Aloha, Leute. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild in Part Numero. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind bei 43 oder so. Ja, wir sind im letzten Part hier stehen geblieben. Haben den letzten Orden gemacht. Wir haben jetzt 8 Orden zusammen. Muss man gucken. Ich glaube, das kann man hier sehen. Genau, da oben sehen wir die komplette Medaille mit 8 Orden. Ist schon ziemlich angenehm. Ich meine, wir sind relativ schnell. Ich weiß gar nicht, wie viel Spielstunden kann man es hier irgendwie nachsehen. Man kann hier übrigens nachgucken, die Rückseiten kann man angucken. Das wusste ich noch gar nicht. Ich muss hier, wie ich gerade sehe, ein bisschen was aktualisieren. Das ist auch ein Team, was uralt ist. Schön, dass man hier auch die Shiny sehen kann, scheinbar. Wie viel davon voll man gesehen hat und sowas. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Ja, gut. Kann man hier das Album angucken, Tatsache? Okay. Dann mache ich hier mal und dann kann man... man kann hier so Sachen nachgucken. Ja, okay, aber das ist mir eigentlich zu spät. Also das hätten wir alles halt machen können, wenn wir die Karten halt gekriegt haben. Klar, cool, dass es hier so ein bisschen Trivia gibt für den, zu den Charakteren. Das ist ziemlich cool gemacht. Aber um mir da jetzt die Zeit zu verschwenden, nein. Es ist zu viel. Es ist mir ein bisschen zu viel. Ich hätte das gerne, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das halt immer gemacht, wenn wir die Karten gekriegt hätten. Aber so, weniger. Naja, gut, Leute. Wir wollen mal, also, dass die Karte sagt, erkunde das Claw City. Also die Spiele-Hinweise. Das heißt, wir können wahrscheinlich gleich direkt irgendwie wieder zurückkriegen, ja, oder? Ja, sowas von klar. Hallo Tristan, dein Sigma Roy war echt beeindruckend, gut gemacht. Damit hättest du dann auch die Arena-Challenge bestanden, da kann ich dir nur gratulieren. Das müssten wir eigentlich feiern, aber dafür bleibt uns leider keine Zeit. Es ist nämlich so... Dieses Licht über Claw City ist nichts anderes als die finstere Nacht aus der Legende. Dasselbe Phänomen wie damals, also als unzählige gigantische Pokémon in Galar gewüteten und beinahe die gesamte Region in Schutt und Asche gelegt hätten. So ist es. Wie wir wissen, ist das Dynamax-Phänomen nur durch die Energie der in der Galar-Region eingeschlagenen Windstände möglich. Aber wir Menschen sind bisher leider nicht dazu in der Lage, diese Energie zu kontrollieren. Doch das könnte sich ändern, wenn wir mehr über die zwei legendären Helden wüssten. Das Schwert und das Schild aus der Legende. Sonja, Liebes, der Moment ist gekommen. Bitte nimm meinen Kittel. Was? Ist das nicht noch ein bisschen zu früh, Oma? Ich bin doch noch gar nicht mit meiner Forschungsarbeit fertig. Und genau deshalb solltest du ihn jetzt haben, damit du dann deine Arbeit gut zu Ende bringst. Okay. Heftig. Oh Gott. Du siehst total cool aus. Naja, eigentlich so Bauch. Sieht sehr komisch aus. Sehr modern. Eine sehr moderne Professorin. Danke. Löse das Rätsel um die zwei legendären Helden, die einst Galar vor der finsteren Nacht bewahrten. Finde heraus, was wirklich hinter dem Schwert und dem Schild, der aus der Legende steckt. Das werde ich, Oma. Ich will unbedingt sehen, wie du oder Hopp gegen Dillion kämpft. Also überlass den ganzen anderen Kram ruhig mir und geht nach Score City, okay? Los ab zum Bahnhof, der nächste Zug fährt gleich ab. Das ist so... Das wirkt halt alles so krass wie... Hey, wir haben keine Lust, da Content für zu machen. Deswegen die ganzen coolen Sachen dürfen die NPCs machen. Ich hätte echt gerne irgendwie ein bisschen Rätsel gehabt, nicht? Das finde ich so traurig mittlerweile in der Pokémon-Welt, dass diese Story halt so gar nicht mehr Fokus hat. Das ist echt enttäuschend. Man hatte ja zumindest bisher immer so ein bisschen was zu tun. Sei es in Diamant und Pearl, die Legendären aufspielen und sowas. Oder in Alpha Saphir und Omega Rubin, beziehungsweise Saphir... Rubin, Saphir, Smaragd, so. Konnte man immer ein bisschen was machen nebenbei und musste auch die Legendären wirklich mehr oder weniger suchen. Und jetzt wird uns alles irgendwie abgenommen. Ich finde das ein bisschen schade. Ich finde das wirklich schade. Naja, gut. Wir wollen jetzt zum Bahnhof scheinbar. Der war hier hinten, nicht? Ja, aber... So, dann fahren wir da mal eben hin. Wir sind ja moderne Leute. Wir haben hier Fahrräder. So. Das... Okay, wir können gar nicht woanders lang scheinbar.
Ist das der Bahnhof gewesen? Ja. Ja. Ja, also. Hey, stopp! Warte, Tristan! Ich habe Roy besiegt! Alles, was ich brauchte, war ein gehöriges Portion Selbstvertrauen und zack, geschafft! Der war jetzt auch nicht schwer, nicht? Einfach nicht schwer. Im Gegensatz zu deinem Bruder bist du eine echte Quasselstrippe, Kleiner. Aber du hast dir von mir den Drachenorden erkämpft, daran lässt sich nichts rütteln. Dein stürmischer Kampf, sie hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Hört gut zu, ihr zwei. Ich will sehen, dass ihr beim Champ Cup alle aus dem Weg räumt und sich einer von euch einen Showdown mit Dillian liefert. So, machen wir das. Ich bin natürlich der Favorit und gleich dahinter folgt Tristan, mein direkter Rivale. Ich lasse es ordentlich krachen und ich werde alles anwenden, was ich im Kampf mit dir gelernt habe, Boy. Oh, Tristan, unser Zug ist da. Bye bye, Boy. Schön, dich gekannt zu haben. Oh, wir haben schon ewig keine Bahnfahrt mehr gehabt, nicht? Das ist schon ein bisschen her. Wir haben auch noch nicht die Flugtaxis angeguckt. Wir reden nicht, wir spielen mit unseren Handys. Scar City, bald sind wir da. Ich will mir so viele Sachen ansehen, da gibt es diesen riesigen Turm und die Monorail. Und natürlich das Scar Stadion. Dort liefern wir beide uns das coolste Match überhaupt, klar? Hm. Ich mein, Bahnfahrt ist interessanter. Ganz klar, nein, die ganze Welt wird uns zusehen und staunen. Okay. Gut, sind wir in Score City scheinbar irgendwie. Oh, das ist. Wie sieht die Route 10 wohl aus, wenn der Schnee komplett schmelzen würde? Oh. Tschüt. Ah, Schneebedeck ist. Das ist auch coole Pokémon. Schneebedeck und Rex Blizzard, die sind schon ziemlich cool. Wie ich hörte, hast du die Arena-Mission des Score Cities bestanden. Herzlichen Glückwunsch, das war's. Sollte man sich erweitert. Hoffentlich ist etwas für dich dabei. Haben wir eigentlich noch Pokébälle? Ja, keine Frage, ich habe mir scheinbar recht die Fähige gekauft. Gut, das haben wir auch noch alles. Super. Wir können uns zwar eben noch ein paar Hypertricks gönnen. Ich meine, warum nicht so 19 Stück, damit ich wieder 50 habe? Ja, bitte, danke. Okay. So, Baby, Freundin, ja, tschüss. Okay. Das ist geil. Gut, gucken wir doch mal. Oh, tatsächlich eine Schneeroute. Da wären wir, Route 10. Wow, schau dir nur diese Wände aus Schnee und Eis an. Hier wimmelt es sich ja nur so von Eis-Pokémon. Ha, man kann die später erst fangen? Was? Jetzt geht's um alles oder nichts. Wenn wir gut genug für den Champ Cup sein wollen, müssen wir ordentlich anklotzen und so richtig ins Training gehängen. Aber ich glaube fest an mein Team und natürlich auch an mich selbst. Wir packen das. Okay, ich stelle mich mal ins Vergnügen. Wir sehen uns am Eingang von Score City, ja? Ja, okay. Gut, das heißt, wenn wir wieder. Auf jeden Fall schon mal erstmal wieder ein Item. Pokémon aus Schnee und Eis. Lol, das ist Pantymos, nicht? Wow, was? Pantymos! Was ist denn mit dir verkehrt? Der sieht wirklich. Also, weiß ich nicht. Ist komisch. Ist sehr komisch. Mir fällt gerade ein, dass wir ein riesiges Problem haben, weil die Eis-Pokémon uns dann doch schon ein bisschen Probleme machen können. Durchaus. Okay. Spiegelcape. Ja, toll. Das bringt ja halt nichts, nicht? Pantymos. Ich mach mal Kackendeist. Mach ich den einen Hyperball. Ja, da catch ich mal. Wird sowieso nicht klappen. Ja, da hätten wir gedacht. Ja, ich kann auch kein anderes Pokémon da reinschmeißen. Ich meine, mit Pantago werde ich das töten. Ich will versuchen, es zu fangen. Ganz klar, kennen wir ja. Dass ich das immer ein bisschen probiere. Kann das angehen, dass das eventuell sogar den Schalltyp hat? Oder den Undichttyp? Undicht Eis könnte ich mir gut vorstellen. Aber das ist gerade sehr gefährlich, was gerade passiert. Das ist noch viel gefährlicher, was gerade passiert ist. Lol, diese Todesanimation. ja, okay. Gut, das hat ja echt gut geklappt. Da ist ja gleich noch eins. Pappeleber, hey Pantymos, komm her. Will ich catchen. Oh man, diese Gegner, das ist schon ein bisschen auf Kekse, ne? So, ah, das ist nur effektiv. Okay, dann können wir ja mal eben eine Dampfwalze machen. Das ist auch ein bisschen schwächer als das davor.
Jetzt ist halt die Frage, kann ich das nochmal angreifen oder bringt das nichts? Mal gucken. Es hat schon vorhin gewackelt, ich probier's einfach nochmal. Bin ein krasser Idiot. Ah, Mann, Kumpel, Mann. Nur so. Nee, jetzt geht er mir auf den Nerven. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. So, mach ich mal nochmal eine Kopfnuss vielleicht hinterher. Wenn ich den irgendwann mal aufmache. Na, ja, jetzt kommt sogar noch der Sandspeier dazu. Das hat mir ja schon mal ein Pokémon gekostet. Aber immerhin können wir jetzt ein bisschen Partie schwächen. Okay, ich versuch's nochmal. Ich versuch's einfach nochmal. Ja, und direkt ausgebrochen, geil. Gut, dass ich nicht mehr geschwächt habe. Also ich wollte ja auch erstmal Dampfwalze nochmal machen, aber es wäre nach Sandspeier halt auch wirklich ungeil gewesen. Ja, danke schön. Okay, jetzt bin ich gespannt, welchen Typ hat er? Das wird jetzt eine coole Sache, rauszufinden. Was haben wir denn da? Wir haben auch erstmal noch Psycho, okay. Es erzeugt mit seinen Sohlen kalte Luft, die am Boden gefriert. Auf dieser Eisschicht über es den ganzen Tag übt es den ganzen Tag lang seinen Stepptanz. Oh Gott. Oh Gott. Ja, eine PC-Box, bitte. Okay, gut. Damit ist Partimus halt ein Pokémon, was halt wirklich. Moment, ich will mal eben heilen, bitte. Obwohl ich will auch hier Hypertrank auf Kramor. Und habe ich denn noch irgendwas, was. Oh, Wecker, da. Perfekt, mehr wollte ich doch nicht. So, perfekto. Gut, dann haben wir. Ah, Petsneef. Hallo, Petsneef. Und schneebedeckt, scheinbar. Gibt es hier irgendwo verletzte Pokémon? Ich bin ein Arzt, ich kann helfen. Oh, der klassische Arzttrainer ist wieder da. Kann er auch mich hinterher heilen? Das wäre natürlich praktisch. Oh Gott, ein Gardevoir. Uiuiui, hallo, Gardevoir. Lang nicht gesehen. Ich meine, das ist ein gutes Pokémon, keine Frage. Ach, das ist ja jetzt Fee. Stimmt. Stimmt, das hat ja den Feentyp gekriegt. Das, da habe ich ganz vergessen. Ich dachte gerade, hä, warum hat der Padrago keine sehr Effektivität? Aber es ist, glaube ich, jetzt müsste Psycho-Fee sein. Wenn ich mich recht erinnere. Okay, alle ein bisschen geheilt, sehr schön. Sehr gut. Gut. Eigentlich müsste Giftzug jetzt sau viel Schaden machen. Und ich hatte sowas von recht. Super. Sehr schön, Reflex. Sehr gut gemacht, mein Kleiner. So, alle erreichen ein bisschen Level. Sehr cool. Einrollen. Was ist das denn? Die Giftattacke. Anwender rollt zusammen und sammelt sich. Dabei werden Angriff, Verteidigung und Genauigkeit erhöht. Ja, Schaufler nicht. Wann brauche ich denn schon mal noch Schaufler? Das ist halt eine nervige Attacke eigentlich. Klar, die kann auch helfen, aber. Weiß ich nicht. Ah, wie kann das sein? Jetzt ist mein eigenes Pokémon verletzt. Und du darfst mich bitte heilen, oder? Kannst du das? Ein starker Trainer wie du hat sicher schon viele verletzte Pokémon gesehen. Das muss hart sein. Der heilt mich nicht mal. Was ist das für ein Lappen? Okay, gut, dann, wollen wir doch mal weiter diesen. Hallo? Man sollte sich an die Dinge halten, die man auch bewältigen kann. Das gilt besonders für Bergsteigen. Jedes Risiko ist ein Risiko zu viel. Okay, Kumpel, Wanderer Arash mit seinem Stahllos. Okay, wir kommen langsam in ein Gebiet rein, wo es heftiger wird. Moment, Stahllos. Das war doch. Das ist ja Stahl und Stahl. Macht das Schaden? Ja, es macht Schaden. Das ist sehr effektiv. Ja, das ist gut. Das ist ziemlich gut. Aber Eisenschweif ist auch böse. Eisenschweif ist auch ziemlich böse. Schon wieder so ein Trainer, der halt nicht für diese dieses Gebiet geeignet ist. Hatten wir ja schon mal. Ja, okay. Gut. Ich jetzt einfach nochmal. Das ist auch wirklich gefährlich.
Oder auch nicht für Sonderkolle. Ich dachte gerade, ist gefährlich. Ja, Sandsturm bringt jetzt halt nicht viel, ne? Sandsturm ist halt. Macht jetzt bei keinem von beiden Schaden. Tschüss, Talos. Bye, bye. Nett, dich gekannt zu haben. Kumpel. Pampros. Uiuiui. Das ist, das war. War das Gestein oder Boden? Ich weiß es nicht. Pampros war auf jeden Fall aus der 7. Generation dieses Pferd. Ich meine, es ist ein cooles Pokémon. Ich mag es sehr gerne. Ich hatte es auch im Team, als ich die Generation durchgespielt habe. Ja, es ist cool. Aber es ist ein Bodentypen, okay. Ich weiß es nicht mehr. Es war halt, ist schon ein bisschen her. Das macht halt wirklich viel Schaden, aber gut, das habe ich. Bei der Attacke war das auch klar. So. Bei starken Gegnern reicht es nicht, sich nur strikt daran zu halten, dass man sich ja bewältigen kann. Tja, du hast dich selber in diesen Kampf geritten, ich hätte nicht mit dir kämpfen müssen. So, was haben wir denn hier noch? Da sind noch mehr Trainer, gehe ich von aus. Ja, es ist ein... Nein, Pantimos, du bleibst da, wo du bist. Oh, Rex Blizzard. Und Petsneefs. Pantimos. Haben wir jetzt mittlerweile alle Bären-Pokémon? Nee. Ursaring haben wir noch gar nicht gesehen. Du hast Ursaring gar nicht dabei. Das kann angehen, dass Ursaring gar nicht mit drin ist. Der Angestellte Andreas möchte kämpfen. Der hat einen Sneebooner. Also ein sehr flinkes Pokémon. Und sogar die voll entwickelte Version. Alles klar. Dann mache ich doch mal. Ach, dann falls es nur effektiv. Verdammt! Aber wir haben ja ein kleines. Einen kleinen Kampf. Kampfkumpel mit Maser. Blut. Okay, gut, jetzt. Oh Mann, ja gut, es ist halt schneller, nicht? Das ist klar. Aber was bringt dir Schnelligkeit, wenn ein leichter Überwurf dich mal eben ausnockt? Tja, da hast du keine Chance, Bruder, Buddy. Lepumentas. Kann ich getrost eigentlich drüber bleiben, weil wir haben Knirscher. Weil wir haben durchaus Knirscher. Das sollte eigentlich. Ja, ziemlich viel Schaden machen. Okay, gut. War ja ganz lang mit dem. So, Alter, ich level ein bisschen Level. Kamor, ich level 51. Schön. Ich versuche meine Karriere als Angestellter und Pokotrainer in den Hut zu bringen. Und dafür habe ich mein Smartphone immer dabei. Ah, das ist so. Das ist so die Trainerklasse, wo ich denke, muss es die sein? Ich möchte mal im Heim, bitte. Nein, kein Aufwecker. Ein Übertrag, bitte. Moment, kann ich. Wie kann ich denn die Favoriten jetzt eigentlich nachgucken? Weiß ich gar nicht. Pantimos, okay, die können wir gerne bleiben. Wir haben hier noch zwei Trainer, da hinten ist auch noch einer. Kennst du eigentlich die Sage, wonach Galadi im Untergang geweiht sei? Sollten die Kramer jemals die Region verlassen? Was? Okay, wir haben hier einen Kramer. Ja, also das wird Kramer geben. Karma ist tatsächlich ein großes Problem. Ich kann Pandaro jetzt auch nicht unbedingt dagegen einsetzen. Ja, Summer kommt da ja sowieso nicht, weil, ihr seht's. Hab ich den? Ja, ich Griffhex habe ich. Ja, weil Boden und so, kennt ihr ja. Und Pandaro könnte ich nicht einsetzen, weil Flugattacken durchaus um die Ecke sehen können. Wie wir gerade gesehen haben mit Bohrschnabel. Das wäre brutal für einen Kampf-Pokémon. So, Überreste füllt mich wieder auf. Das ist sehr schön. So, Overdrive. Das sollte eigentlich genug Schaden machen. Eigentlich, glaube ich. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut, Reflex. Hast du Schwein gemacht? Okay. Alle erreicht Level, geil. Und was haben wir noch? Noch ein Kramer. Du, 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 du.
Die Beltra, oha. Ich habe jetzt nicht ausgetauscht. Scheiße. Das ist nicht gut. Weil das ist nämlich, ja, ihr seht, Bodentyp. Was? Nicht sehr effektiv. Achso, ich dachte gerade schon. Okay, Nom Nom. Das ist ziemlich gefährlich, weil Nom Nom halt auch auf die sehr effektiv getroffen werden kann von seinen Flugattacken. Oder Erdbeben. Ah, jetzt habe ich dich einmal. Kumpelmann, was schaffst du doch? Wer steht? Komm, Sonnen, du bist schneller. Sonnen ist tatsächlich schneller, wow. Ja, es ist halt. Ja, gut, jetzt könnte es klappen. Durchaus. Ja, Sonnen, das schaffst du. Ja, Sonnen hat Pokémon besiegt. Geile Sache. Vor allem so ein starkes auch noch. Tadadam. Okay. Ich muss mal gucken, dass ich das irgendwie in Decke kriege. Genauso über die alten Überlieferungen von den Kramor weiß ich allerdings auch nicht. Tja, bist auch ein Idiot. So, Sonnenbaum hat also auch den Level-Schnitt des Teams erreicht. Super geil. Echt super geil. Und ich merke auch gerade, dass der Part schon vorbei ist. Also, dass der Part seine Länge erreicht hat, die er haben sollte. Ja, Leute, ich würde aber sagen, das wäre es für heute gewesen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder von Let's Play Pokémon Schild. Dann geht's weiter auf dieser riesigen Schneeroute hier. Ja, bis dann und bye bye.